Hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir machen ein kleines bisschen Ausrüstung Palaver, weil ich bin gerade dabei, noch so ein paar Dinge, zu so die letzten Dinge zusammenzutragen für Grönland. Und ja, wieder ein Grönland-Video. Es ist mir doch wurscht. Wenn es euch nicht interessiert, guckt es euch nicht an. So. ja. Paar Ausrüstungstipps, so genereller Art, so ein paar Dinge, die ich noch nicht genannt habe, die wir aber gerne mitnehmen wollen, und es sind auch ein paar neue Sächelchen dabei, vielleicht auch als genereller Tipp für sonstige Outdoor-Touren, eventuell was bei euch, für euch dabei, ne? Vielleicht, folgendes, das ist ein Glas, also grundsätzlich, diese Gläser sind natürlich cool, ne? Das sind Lexan-Kunststoffgläser von, ich glaube, GSI. Wenn man mal draußen ein Weinchen trinken möchte und sich keine Sorgen machen möchte oder ob es einem irgendwelche Gläser kaputt gehen. Übrigens alternativ, es geht ja eigentlich nicht um die Gläser, aber da es da gerade steht, es gibt auch so coole Metallgläser für ein Weinchen eben entsprechend draußen und ja, noch mal ein bisschen stilvoller. Ne? Vielleicht sieht nicht so aus wie ein echtes Weinglas in Anführungszeichen, aber vielleicht noch mal etwas stilvoller und vor allen Dingen, die machen ein sehr schönes Geräusch beim Anstoßen. Ne? Die Titantasse nicht. Der Kelch hier, also ja, vielleicht als Geschenkidee mal eine Idee, ne? So, darum geht es mir aber eigentlich gar nicht. Es geht mir um diese Dinger hier, diese Tabletten. Die gibt es, glaube ich, von verschiedenen Herstellern. Wichtig wäre, wenn ihr da mal nach irgendwie googelt, irgendwie Handtuchtablette, Aufquelltablette, keine Ahnung, was weiß ich, worunter man das findet. Ich habe schon lange nicht mehr keine neue mehr gekauft. Die halten relativ lange, die gibt es in großer Stückzahl. So sehen sie aus, wenn sie schon etwas länger rumliegen und man ein bisschen damit rumgespielt hat. Sind aber immer noch recht kompakt. Hier mal der Vergleich. Ne? So, und was ist das jetzt? Ja, ich habe es ja schon verraten, Handtuchtablette. Was macht man damit? Schmeißt man in Wasser. Man kann auch im Grunde einfach das Ding an der Zeltwand, wenn man zum Beispiel Kondenswasser im Zelt hat, ja, und man möchte kein kostbares Wasser verschwenden, weil man nur wenig Wasser dabei hat, dann kann man es auch an der Zeltwand entlang reiben oder am Tarp oder durchs nasse Gras. Oder wenn man wirklich überhaupt keine Flüssigkeit gerade griffbereit hat, kann man es auch in den Mund nehmen und so lange dran rumlutschen, bis es halt groß geworden ist. Dann kommt dabei raus so eine Rolle hier, ne? Also wenn man jetzt ganz viel Wasser hat, hat man weniger Wasser, dann ist die Rolle entsprechend kleiner. Es reichen wirklich ein paar Tropfen, dass man das auf... ich bringe es schon wieder aus, weil schon wieder gar nicht notwendig so viel. Ne? Ein paar Tropfen reichen und dann kann man das hier schön auseinanderfalten. Und dann hat man erstmal so ein Läppchen und dann hat man so ein Läppchen und dann so eins. Ups. Und das ist erstaunlich groß und es ist natürlich ein feuchtes Tuch, ne? Ist klar, wir haben es ja gerade ins Wasser geworfen. Und die sind auch erstaunlich robust, also einen gewissen Zug halten die durchaus stand. Meiner Meinung nach sind die prima geeignet, um sie als jetzt für Survival nutzen, ganz, ganz vielfältig. Ja? Improvisierter Verbandstoff. Natürlich ist nicht so gut wie richtiger Verbandstoff, ist klar, besser richtigen Verbandstoff dabei haben. Aber wenn man jetzt wirklich gar nichts anderes hat, damit kann man schon mal ein bisschen was machen. Ne? Muss man sich zumindest nicht das T-Shirt zerreißen in heldenhafter Manier, wie in diversen Filmen zu sehen. Dann kann man sich damit theoretisch, wenn man es dann nochmal nass macht, kann man sich da wunderbar mit waschen. die sind aus Baumwolle, ne? Also das sind Baumwolltüchlein. Das heißt, sie sind auch biologisch abbaubar, wichtig. Heißt, wenn man sie irgendwie verwendet hat und man möchte sie jetzt nicht weiterverwenden, man kann die durchaus ein paar Tage mit sich rumschleppen, theoretisch. Man kann die auch wieder sauber machen und dann nochmal wiederverwenden. Das ist natürlich jetzt nicht jedermanns Sache, aber es geht theoretisch schon. Und jedenfalls ein paar Tage kannst du die schon mit dir rumschleppen. Und gerade so als Waschlappenersatz ist das eine Option, gerade wenn man sonst nichts anderes dabei hat. Und ist erheblich leichter als ein Waschlappen. Und die werden bei der Grönland, ich habe die sowieso immer dabei. Also die sind auch in sämtlichen meiner EDC-Dosen inzwischen. Also habe wirklich fast immer so ein Ding dabei. Die sind wirklich, wirklich, wirklich praktisch. Und toll zum Geschirrspülen.
hervorragend sogar zum Geschirrspülen, weil Outdoor-Geschirrspülen macht irgendwie keinen Spaß. Wenn man kein Zubehör hat, macht es noch weniger Spaß. Und ja, die sind auch ein sehr angenehmes Klopapier und das ist ja auch in Ordnung, weil wie gesagt, man kann die auch verbuddeln, biologisch abbaubar, dann werden sie abgebaut, dann sind sie weg. Das geht. Was nicht so einfach ist, ist verbrennen. Geht theoretisch auch, wenn man ein großes Feuer hat. Aber gegen Verbuddeln spricht wenig, weil das ist Pflanzenfaser. Das wird wirklich vergleichsweise schnell abgebaut. Wenn man jetzt vielleicht in der unberührtesten aller Wildnissen ist, dann möchte man es vielleicht nicht unbedingt verbuddeln. Aber schlimm wäre es auch nicht. Also ganz ehrlich, das wäre wirklich nicht dramatisch. Ja, also was unglaublich praktisch ist, die wiegen gefühlt nichts. Die sind schön klein verpackbar. Man sollte nur gucken, dass sie halt nicht nass werden, weil sonst werden sie ja groß. Ne? So, Kelch habe ich gesagt. Das war jetzt eigentlich nur zu Demonstrationszwecken, was man mit diesen Tüchern anstellen kann. Also wer die noch nicht kannte, ich habe die schon mal in irgendwelchen anderen Videos erwähnt gehabt, sind auch wunderbar so zum Hände anfeuchten, auch als Frischungstüchlein gut. Genug zu den Tüchern. So, dann, ich experimentiere zurzeit gerade mit Seifen. Ja, es gibt ja die klassische Outdoor-Seife, zum Beispiel so eine hier. Ne? Das ist alles mehr oder weniger dasselbe, das kriegt man von geht so bis, naja, könnte billiger sein, so von der Preislage her, aber mehr oder weniger ist da alles das Gleiche drin. Und die können auch alle mehr oder weniger Folgendes, nämlich suitable for fresh and salt water. Das gilt auch, habe noch keine gesehen, bei der das irgendwie nicht gegangen wäre, auch mit Salzwasser. Dann zur Körperwäsche, als Shampoo, zum Abwaschen, ne, also Spüli. Und Clothes Detergent, also auf gut Deutsch zum Klamottenwaschen. Das ist so standardmäßig. Auf manchen steht noch drauf, auch noch für die Bartwäsche und zum Rasieren geeignet, als Rasierseife. Hier steht es jetzt nicht drauf. Also Wilderness Wash ist sicherlich eine bekanntere Ausführung von diesen Outdoor-Seifen. Man muss selbstverständlich nicht auf Tour so eine ganze Flasche mitnehmen. Da würde man sich dann ein bisschen was abfüllen, dass man da mit einer kleineren Menge unterwegs ist, also je nach Länge der Tour. Valide Lösung kann man selbstverständlich so machen. Da spricht auch nichts dagegen. Nichtsdestotrotz, ich bin am Experimentieren, weil ich gedacht habe, vielleicht gibt es ja vielleicht noch Optimierungsbedarf. Im Übrigen auch ein Stück Kernseife geht genauso. Auch Kernseife ist biologisch abbaubar, in etwa genauso biologisch abbaubar wie so ein Zeug. Ist halt nicht flüssig. Aber ich würde sagen, mit Kernseife kannst du auch dein Geschirr spülen. Mit Kernseife kannst du dich auch, naja, ich sag mal, theoretisch rasieren, aber wer macht denn das eigentlich? Ja? Also ich kenne jetzt nicht so viele Outdoor-Menschen, die draußen rumspringen und jeden Tag frisch rasiert sein wollen oder überhaupt das Bedürfnis haben, sich unterwegs großartig viel zu rasieren. Bei den Leuten, Geschlechtsgenossen, mit denen ich immer auf Tour war, war das irgendwie so ein Running Gag, dass halt jeder versucht, möglichst wie der Obdachlose auszusehen, wenn er wieder nach Hause kommt, um seine Familie oder sonst was zu erschrecken, als wir alle noch jünger waren und das mit dem Bartwuchs noch nicht so weit fortgeschritten war. Inzwischen bin ich ja sowieso standardmäßiger Bartträger. Dann sehe ich halt etwas verwuschelter aus, wenn ich wiederkomme, aber an der Grundsituation hat sich nichts geändert, deswegen fange ich da nicht groß an mit Rasieren. Ja, also nochmal. Spricht nichts dagegen. Kernseife muss ich euch nicht zeigen. Auch eine Option, definitiv eine Option, ist vielleicht vom Gewichtsverhältnis her noch am besten, weil halt nicht flüssig. Mehr konzentriert als Feststoff geht nicht. Deswegen, es läuft wahrscheinlich auch auf Kernseife hinaus. Aber na, man kann sich ja nochmal umgucken auf dem Markt. So, und dann habe ich gefunden, also noch neben diversen anderen Sachen, aber das ist jetzt das Zeug, was ich mir halt wirklich zugelegt habe, die Dodu Osun Classic. Ja, das da. Die berühmte schwarze Seife. Angeblich auch ein Klassiker und ein legendäres Produkt aus was war's? Nigeria? Nigeria. Jawohl, made in Nigeria bei Tropical Naturals. Ich persönlich finde die jetzt, wenn ich sie dann irgendwann da rauskriege, finde die geruchlich äußerst angenehm. Die sieht aus wie so ein Stein, ne? So ein bisschen. Ist tatsächlich eine schwarze Seife und also ich finde sie sehr, sehr angenehm geruchlich, muss ich sagen. Doch. Ich habe sie jetzt bisher nur ein einziges Mal so ein ganz kleines bisschen zum Händewaschen verwendet. Muss ich noch ein bisschen weiter testen, ob mir die aus Outdoor-Seife taugt. Für den Langzeiteinsatz ist sie mir dann wieder zu teuer, muss ich sagen. Die ist auch auf Basis natürlicher Tenside.
Palmkernöl, Pottasche, natürliches Glycerin, Wasser, Shea-Butter, Parfüm, Honig, Zitronensaft, Limettensaft, afrikanisches Sadelholz, Ganzblattextrakt aus der Aloe Vera. So, fertig. Also das ist tatsächlich alles Zeug, was biologisch abbaubar sein sollte. Ja, mehr oder weniger das gleiche wie Kernseife und kostet aber das mindestens zehnfache, weil Kernseife kostet ja nun überhaupt nichts. Aber der Geruch gefällt mir schon wirklich. Muss man jetzt nicht zwingend dabei haben. Aber jetzt habe ich die schon, ich glaube, ich nehme die mit. tendenziell vielleicht was, also so vom Geruchlichen her würde ich sagen, eher was für Männer. Eher. Das wäre jetzt sicherlich bei Frauen auch nicht schlimm, wenn die danach riechen würden oder irgendwie sowas. So, dann habe ich nochmal geguckt, was ist denn die möglichst effizienteste Seife? Welche Seife hat denn am allermeisten Funktionen, mit der man so ziemlich alles machen kann? So, und dann stößt man früher oder später zwangsläufig, das mag gesehen davon, dass man wieder bei der Kernseife bleiben kann, stößt man dann irgendwann auf Dr. Bronners 18 in 1 Naturseife. Hier. Toll, nicht? hier ist jetzt nicht alles aufgeführt, alle 18 Funktionen, für die die sein soll. Der hat fast schon Philosophie drauf, auch den ganzen Quatsch, den da steht. Tipps fürs Leben. Nämlich hier, achte bei der Körperpflege auf das Wesentliche. Genug Schlaf und Dr. Bronners Magic Soap, um Körper, Sinne, Seele und Geist zu vereinen. Ach du Scheiße, das steht da wirklich. Moment. Wir sind alle eins oder nichts. All in one. Reinlichkeit ein oberstes Gebot. Zum Entspannen ein Handtuch in heißes Wasser. Tauchen, mehrere Tropfen Seife hinzufügen, ausfringen und auf das Gesicht legen. Tief einatmen, dann mit dem Handtuch großzügig den Körper abreiben. Immer dem Herzen entgegen. Klingt so, als ob der Herr Kneipp bei der Erfindung von diesem Zeug irgendwie mitgewirkt hätte. Nix gegen Kneippbecken und so ein Kram. Das macht ja wirklich irgendwie, ist das ja wirklich entspannt. Vielleicht ist es auch nur ein Placebo, ich weiß es nicht. Aber gut, ich mach das doch jetzt einfach mal. Machen wir 1 bis 2 bis 3 Tropfen Seife auf ein Handtuch, in Anführungszeichen, reiben. Das ist übrigens Typ Pfefferminz, aber das habt ihr ja gerade wahrscheinlich eben schon gelesen. Also ich fühle mich nicht viel entspannter. Okay, so als Tuch geht's. Also in dem Tuch riecht's ganz angenehm. Was mir geruchlich jetzt überhaupt nicht gefällt, muss ich sagen. Okay, das ist tatsächlich gar nicht so schlecht für die Atemwege. Da bin ich jetzt überrascht. Moment, nochmal. Okay, das ist tatsächlich gar nicht so übel. Okay, ich habe eine Funktion von dieser Seife gefunden, die tatsächlich funktioniert. Weiß nicht, ob das auch mit der schwarzen geht, ich glaube nicht. wie dem auch sei, jedenfalls, wenn man die jetzt so einfach zum Händewaschen nimmt. Ich finde, das geht. Aber angeblich soll sie ja ultimativ konzentriert sein, sehe ich jetzt nicht. Also, dass die konzentrierter wäre als so eine Wilderness Wash, bestimmt nicht. Tendenziell. Vom Gefühl her würde ich sagen, so eine Wilderness Wash ist noch ein bisschen ergiebiger. Aber ja, das geht schon. So, jedenfalls zu diesen 18 in 1 tollen Funktionen gehört sämtlicher Krempel, den auch die Wilderness Wash kann, den die Kernseife theoretisch kann. Und außerdem, das war noch das Interessante, damit soll man sich auch die Zähne putzen können. Und da wird dann empfohlen, man möge doch bitte Pfefferminz nehmen. Es gibt das in allen möglichen Aromen, das Zeug. Weil Pfefferminz zum Zähneputzen noch am ehesten geht. So, ich habe mich nicht getraut. Evelyn hat es getestet, beziehungsweise hat es mal in den Mund genommen und hat festgestellt, boah, nee, nicht in 1000 Jahren. Aber von der Theorie her, wenn man mit dieser Seife wirklich auch Zähne putzen könnte, das wäre schon cool, ne? Also da muss man schon sagen, dann wäre die wirklich super. Und ja, wenn sie mal googeln mag, kann das gerne tun, dann findet man bestimmt auch eine Liste von diesen 18 Funktionen, die haben soll. Alles aus Bio-Krempel, vegan ist sie auch noch, ohne Tierversuche, Fairtrade auch noch.
Also ich zweifle ja gar nicht dran, enthält mindestens zu 70% Fairtrade zertifizierte Inhaltsstoffe. Naja, ich zweifle gar nicht daran, dass dieses Zeug wirklich sicherlich ein tolles Produkt ist, tolles Naturprodukt etc. pp. Und so weiter und so fort. Ich finde diesen Nachgeruch, nachdem man sich damit jetzt zum Beispiel, jetzt, wie ich gerade so die Hände so ein bisschen gewaschen hat, in Anführungszeichen, diesen Nachgeruch hat irgendwie dann nochmal sowas Muffiges. Und das ist bei der Seife jetzt vielleicht nicht unbedingt gewollt. Da wäre man mit irgendwelchen nicht natürlichen Inhaltsstoffen und irgendeinem Parfum aus dem Labor vielleicht rein von der Funktionalität her ein bisschen besser beraten gewesen, aber dann ist halt nicht mehr rein natürlich, dann sind wir auch alle nicht glücklich. Jedenfalls diejenigen von uns, für die das wichtig ist. Und ja, also kann man auch nehmen, ne? Aber dann nehmt doch Kernseife, weil, also außer ihr sagt wirklich, ach, mir egal, wie das schmeckt, ich putze mir damit auch die Zähne. Ist ja sowieso nicht wirklich Zahnpasta. Also klar, fürs Notfallzähneputzen wird das sicherlich funktionieren. Fürs Notfallzähneputzen tut es auch ein zerkauter Stock, wie wir wissen. Aber gut, dann aus der Ecke Futter, ne? Habe ich ein paar neue Riegel entdeckt, die ganz interessant sein könnten. Es gibt da zum einen, den hatte ich schon mal vor Jahren auf Natur dabei, ich habe ihn jetzt wieder entdeckt, diese lustigen Amaranth-Riegel, bestehend aus Schokolade, Zucker, also 52% Schokolade, 26% gepoppter Amaranth, 26% Honig. Was? Nein, nur Honig. Honig ohne Prozentangabe. 42% Kakao in der Schokolade. Und dann scheint der Rest wohl noch. Was ist da noch so drin? Ne, das war alles. Scheinbar. Ne? Ja. Die Schokolade hat nochmal einzelne Inhaltslisten etc. pp. Jedenfalls ist der super bio, super gesund, total ökologisch, glaube ich. Und hat sage und schreibe immerhin 477 Kalorien pro 100 Gramm, ist also über der magischen 400 Kalorien Grenze, unter der ich sowieso nichts mitnehmen möchte, in Anführungszeichen, mal abgesehen von ein bisschen was so super ultra lecker ist, dass man es verkraften kann, zum Beispiel Fleisch, so Trockenfleisch, ne? Da kommst du nicht über 400 Kalorien mit. Das hat vielleicht 350, wenn es gut läuft. Jedenfalls, ich finde die sehr lecker. Ne? Die bestehen halt wirklich, wie das Bild hier zeigt, aus zusammengeklebten Amaranth mit Honig zusammengeklebt und Schokolade drumherum und gut ist. Sicherlich ein schöner alternativer Trekkingriegel. Preislich, je nachdem, wo man die herkriegt, ich denke, die sollte es nicht unter einen Euro fast noch geben. Wenn nicht, sollten sie nicht mehr als einen Euro kosten. Irgendwie so. Das hatte ich ja schon länger geplant, dass ich die mitnehme. Ich habe auch noch ein paar Mal dafür zu diesem Zwecke geschenkt bekommen. Also ich weiß nicht, ob es zu diesem Zwecke war, aber so habe ich es interpretiert. Ich habe mir inzwischen noch ein paar zusätzlich gekauft, weil wir einige gegessen haben. Oat Snacks, sicherlich nicht der kalorienreichste Riegel, den man auf Tour so dabei haben kann. Und man kann sich auch eine Menge lustiges Zeug selber machen. Ja, immer schön dran denken, Riegel selber machen geht auch. Ne? Und auch ein Stück normaler Corny aus dem Supermarkt hat auch über 400 Kalorien. Da sind wir bei 430 oder irgendwie sowas. Also das ist auch vollkommen in Ordnung, aber man möchte ja nicht immer nur Corny fressen. Oder nur, was auch, ne, das andere Beispiel, das gleich kommt. Aber einfach um ein bisschen Abwechslung zu kriegen, ist es dann schon ganz schön, wenn man da verschiedene Sicherlichen dabei hat. Und Oat Snacks, gar nicht mal so super, was das Kalorien-zu-Gewicht-Verhältnis angeht. Da sind wir nämlich bei nur 401 Kilokalorie. Also ich rede natürlich immer von Kilokalorien, falls das jetzt wieder jemand fragt und nicht weiß, von was ich rede. Ne? Natürlich meine ich Kilokalorien. 65 Gramm, ein so ein Ding. Bei 400 Kilokalorien pro 100 Gramm heißt das, das Ding hat 250. Hey, cool, steht sogar drauf. 261 genau genommen. Okay, hätte ich mir das Rechnen sparen können. Alles drin, was der Körper so braucht. Geschmacklich finde ich die lecker. Und großer Vorteil, man kann die bei beliebiger Kälte wunderbar essen. Da merkst du wirklich gar nichts davon, dass die irgendwie gefrieren könnten oder sonst wie. Wir haben es bei der letzten Alpentour im Winter ausprobiert. Da hatten wir -10.
war in Ordnung, war völlig in Ordnung, hat gut geschmeckt, konnte man prima essen, war nichts gefroren, musste man nicht dran rumknuspern etc. pp. Das ist sicherlich ein Vorteil. Und man fühlt sich sehr satt. Also gefühlt stopfen die so richtig. Die haben zwar nicht so viele Kalorien, aber die stopfen und stopfen und stopfen, weil sie halt tatsächlich größtenteils aus Haferflocken bestehen. Da ist nur oben noch so eine kleine Schicht mit, in diesem Fall Vanille-Geschmack, in Anführungszeichen, obendrauf. Und sonst sind das wirklich gepresste Haferflocken. Muss man natürlich mögen. Finde ich sehr effizient. Doch. Gefühlt wirklich sehr, sehr sättigend. Ja, Amaranth-Riegel hatte ich euch erzählt. Nur mal so spaßeshalber. Für Evelyn gibt es da noch so getrocknete Früchte-Gedöns-Sachen. Hier zum Beispiel Bananenscheiben. Was haben die denn? 362 pro 100 Gramm. Also eigentlich zu wenig. Aber sie nimmt das quasi als ihr Luxusfutter mit. Anders als ich, der ich mein Trockenfleisch mitnehme. Sie nimmt Bananenscheiben. Sie ist halt ein besserer Mensch als ich. So, Feigen und so ein Kram hat es da hinten auch noch, etc. pp. Muss euch ja jetzt nicht alles vor die Nase halten. Aber was ich interessanterweise gefunden habe im Supermarkt, weil es gerade im Angebot war, ist das hier, eine Knoppersriegel, Nussriegel. Und hab gedacht, Knoppers esse ich ja eigentlich ganz gerne. Und erschrocken bin ich dann, als ich gesehen habe, was da eigentlich an Kalorien drin ist. Und die sind billig. Das ist auch nochmal ein wesentlicher Knackpunkt. Die sind wirklich billig. Also die waren jetzt gerade im Angebot, aber ich denke, mehr als 2 Euro werden 5 Stück davon nicht kosten. Ist im Prinzip wie Knoppers. Mit einem erhöhten Nussanteil. Mit ein bisschen Karamell drin. Und die haben sage und schreibe, die sind das Beste von all diesen gezeigten Dingern, 535 Kalorien. Also das ist schon Bombe. Das ist schon wirklich Bombe und dafür sind sie lecker und günstig. Was sie halt nicht mehr sind, sind Bio, ist Bio, vegan, bla bla blub und aus kontrolliertem Anbau und Fairtrade und so weiter und so fort. Kurz nochmal zu der Riegelsache. Grundsätzlich, auch ein scheiß Snickers ist im Grunde ein guter Energielieferant für auf Touren. Man könnte also theoretisch auch Snickers mitschleppen. Aber Snickers ist böse. Knoppers mag jetzt vielleicht nicht Fairtrade und Bio und schieß mich tot und so weiter und so fort sein, aber vom Stork-Konzern, ne, das sind die mit diesen Karamellbonbons, Riesen oder wie die heißen, gab es früher immer in der Werbung, irgendwas ist runtergefallen, nicht so wichtig, der ist wenigstens nicht besonders böse. Ja? Habe ich jedenfalls noch nichts Böses von denen gehört. Falls die doch böse sind, dann macht mir jetzt nachträglich ein schlechtes Gewissen. Aber ich finde, die kann man echt mitnehmen, im Gegensatz zu Mars, Snickers etc. pp. Ja, dann als nächstes habe ich mir jetzt mal so ein recht günstiges Jetflame-Feuerzeug zugelegt, das wieder befüllbar ist. Funktioniert wirklich ausgezeichnet, hat auch einen schönen langen Feuerstrahl. Kann man auch, hier vorne ist so ein Hebelchen, da kann man auch die Intensität verstellen. Interessant ist, dass es noch ein bisschen nachbrennt, wenn man den Knopf vom Fingerchen nimmt. Auch eine praktische Funktion, wenn du nämlich merkst, oh, du kommst zu nah an die Flamme, du brauchst aber noch eine Sekunde. Kein Problem, nimmst du ihn halt weg, dann hast du noch so ungefähr eine Sekunde Flamme und kannst dann noch zu Ende das anzünden, was du anzünden möchtest. Das hat sich jetzt bisher beim Kerzenanzünden als ganz praktisch erwiesen. Apropos, wo sage ich meinen Kerzenständer? Ah, da. Super. Nur zu Demonstrationszwecken. Tada! Man kann damit eine Kerze anzünden. Also gefällt mir gut, dafür, dass das wirklich so gut wie nichts gekostet hat. Ich glaube 3 Euro oder irgendwie sowas. Hat auch, glaube ich, gar keinen Markennamen, den ich euch sagen könnte. Die Sache ist nur die. Ich habe bisher so lustige Einweg-Jetflame-Feuerzeugchen geschenkt bekommen. Die funktionieren meistens hervorragend. Sie sind aber nicht hundertprozentig zuverlässig. Es gab hin und wieder mal so einen kleinen Moment, das ist im Grunde für den Alltag auch wirklich egal und für mal eben raus in den Wald auch überhaupt kein Problem, aber es gab schon so ein Momentchen, da hat das Ding mal ein bisschen gesponnen, beziehungsweise welche von dieser Bauart. Schwierig, ne? Jetzt kann man sagen, nimm doch das stinknormale Big-Feuerzeug mit. Die sind qualitativ total toll. Richtig. Aber die sind halt keine Sturmfeuerzeuge, sondern haben halt nur so eine normale Flamme. Und mit so einer normalen Flamme Zeugs anzünden ist teilweise, je nachdem was man anzünden möchte, ein bisschen umständlich. So, und was möchte ich anzünden, um dann auch zum nächsten Thema gleich quasi überzugehen? Mein
Kocher. Ne? Und bei dem hat jetzt so langzeittesttechnisch, ich benutze den wirklich so bei jeder Gelegenheit, wo es irgendwie geht, damit ich den ausreichend ausprobieren kann, bevor es auf die eigentliche Tour geht, muss ich sagen, Benzinbetrieb wirklich tadellos, tipptopp, alles wunderbar. Man muss lediglich wissen, wenn es sehr, sehr, sehr kalt ist, da geht der auch noch, aber dann musst du ihn gleich relativ ordentlich aufdrehen, nachdem du ihn vorgeheizt hast im Benzinbetrieb, damit er gleich mit ordentlich Power arbeitet. Man kann ihn dann nicht auf winzige Stufe schalten und gleich versuchen, sich irgendwas Empfindliches, was nicht so heiß haben darf im Topf, auf winziger Stufe zu köcheln, sondern man muss ihn erstmal richtig aufdrehen, damit er mal richtig ordentlich mit Power läuft. Das ist ein Optimus. Polaris Optifuel, irgendwie so heißt das Ding. Ne? Also nur damit wir alle wissen, wovon wir reden. Das ist schon wichtig. Das ist schon wichtig, aber sonst hat er eigentlich immer tadellos funktioniert. Beim Gasbetrieb, was man auch häufiger mal in den Nutzer-Reviews auf verschiedenen Kanälen dazu lesen kann, ist es nicht ganz so einfach, ihn anzuzünden. Und dem gebe ich recht. Das ist tatsächlich nicht so leicht, weil, wie wir hier sehen können, hat er hier in der Mitte so ein Ding, was aussieht wie eine Schraube. Und da in dieser Schraube in der Mitte, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, vielleicht könnt ihr es erahnen, ist ein winziges Loch und das ist die Düse. Und das ist auch schon alles. Fertig. Und da hat er noch diese lustigen Trennbleche, sage ich jetzt mal. Und das ist das Innere vom Kocher. Der ist also von der Mechanik her vergleichsweise simpel gehalten. Das macht es mit Gas schwierig, weil er keinen Raum hat, in dem sich Gas lange hält, in dem es sich so richtig schön sammelt und man das Gas nur schwierig direkt an der Düse entzünden kann. Und jeder andere Gaskocher hat ja meistens nicht einfach nur ein winziges Löchlein als Düse, und dafür gibt es auch Gründe, sondern die haben in der Regel immer irgendwie so einen etwas größeren Kopf. Ne? Zum Beispiel hier sowas. Nein, du sollst nicht da hinten scharf stellen, sondern da drauf. Böse Kamera. So jetzt. Und da hat er halt so mehrere kleine Siebplatten unter den jeweiligen Abdeckungen da drunter, und da strömt das Gas dann auf eine größere Fläche aus und lässt sich dann auch leicht entzünden. Anders hier halt eben bei meinem Universal, ich verbrenne alles, was man irgendwie verbrennen kann, Kocher. Das Gas anzünden ist wirklich manchmal umständlich. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ich kein geschickter Handwerker bin, etc. pp. Und es Leute gibt, die haben da einfach intuitiv ein Händchen für. Aber zum Beispiel mit einem stinknormalen Feuerzeug lässt er sich im Gasbetrieb wirklich schwer anzünden. Gut geht's, da habe dann auch ich überhaupt keine Probleme, tatsächlich mit einem Jetflame-Feuerzeug. Ne? Das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Auch nicht mit dem. Es geht auch gut mit Sturmstreichhölzern. Sowas hier. Das da einfach reinschmeißen bzw. reinhalten, das geht auch ganz gut. Da kriegt man es mit Gas auch ganz gut angezündet. Was aber nahezu überhaupt nicht geht, wenn man nicht ganz, ganz Feingefühl hat und ganz vorsichtig vorgeht. Ich würde euch das gerne zeigen, aber wir sind hier gerade drin und da möchte ich wirklich nicht diesen Kocher anwerfen. Das muss jetzt echt nicht sein. Aber nur mit ganz viel. Das sind Strike Anywhere Matches, aber das ändert nichts dran. Nur mit ganz viel Feingefühl kriegt man den mit einem stinknormalen, klassischen Streichholz angezündet. Und ebenfalls sehr schwierig ist es mit einem stinknormalen, klassischen Feuerzeug, wie eben den Big-Feuerzeugen, das Ding im Gasbetrieb angezündet zu bekommen. Ne? Und da ich da wirklich ungern rumexperimentieren möchte und wir uns inzwischen überlegt haben, wir könnten ja quasi eine Gaskartusche mitnehmen, wenn wir eine kriegen in Kangerlussuaq, also am Flughafen, ne, bevor wir loslaufen, und den Rest machen wir mit Benzin, und die eine Gaskartusche ist dann dafür da, um in der Hütte kochen zu können an den Tagen, an denen wir eine Hütte haben. Es sind doch dann immerhin 4 oder 5. Also lohnt sich dann fast schon. Ne? Ja, das würden wir uns dann fast antun wollen, gewichtstechnisch, weil, angenommen es regnet, wir machen extra eine längere Etappe, um zur nächsten Hütte zu kommen, und dann muss ich trotzdem draußen im Regen kochen, weil man den Benziner nicht im Zelt verwenden kann. Ungern, ne? Ungern, 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 ungern.
und daher noch eine zusätzliche Gaskartusche mitnehmen. Dann muss das mit dem Anzünden halt klappen. Ansonsten Performance nach wie vor hervorragend von dem Kocher. Das ist alles wunderbar. Brennstoffverbrauch super. Er ist halt laut. Gut, er ist halt ein Benziner, ne? Beziehungsweise Universal Omnifuel Kocher. Aber ich hoffe, dass eben in Kombination mit diesem Feuerzeug, so richtig schwer ist das auch nicht, das wiegt glaube ich 35 Gramm, mache ich ja nochmal schön voll, bevor wir gehen, sollte der sich eigentlich ganz gut anzünden lassen. Und zwar warum? Weil der hat hier unten ja so Öffnungen, seht ihr hier hoffentlich, ne? Da. Und dann kann man da mit dem entsprechenden Strahl einfach richtig schön reinflammen, damit man auch bis zur Düse dann direkt kommt. Und ja, gut. Weitere Ergänzung zum Kocher. Und ich glaube, dann habe ich es auch, ist, das hier war ja bisher mein Windschutz. Ich bin mit dem auch sehr zufrieden, der ist sehr funktional, der funktioniert auch, der ist auch nicht schwer direkt, in Anführungszeichen, aber es ist ein dickes Alublech und man faltet den jedes Mal so schön zusammen und beziehungsweise auseinander. Von der einen Seite sieht er dreckiger aus. Das hier ist der Bereich, den man da hinstellt, wo quasi hinten der Regler aus dem Kocher rauskommt und der Schlauch. Und den Rest faltet man dann einfach da drum. Je nachdem, wie groß der Topf ist. So. Und wenn man jetzt möchte, dass das hebt, dann macht man sich halt hier in die Enden einmal so. Auf der anderen Seite ja, auch irgendwie so. Und dann kann man die so ineinander stecken und dann hebt das auch. Ne? Klar soweit? Also an sich ist da nichts dran auszusetzen an dem System. Das Blöde ist bloß, dass man es halt dadurch bauartbedingt immer mal wieder falten muss. Und an Stellen, insbesondere da, wo das Blech hier etwas weniger hoch ist, wo man es wirklich oft faltet, kriegt es dann irgendwann, ich habe da nämlich schon mal eins geschrottet, da ist es dann irgendwann durchgefaltet auf gut Deutsch. Wie ein Draht, den man ständig, dünner Draht, den man ständig umbiegt. Irgendwann hat man ihn auch durchgebogen. Und wenn man dann noch anfängt zu drehen und so weiter und so fort, das kennt ihr sicherlich alle. Und außerdem, das Teil, das ist zwar nicht direkt schwer, aber das wiegt doch, ich glaube, 85 Gramm oder sogar 90. Ich habe mal geguckt, gibt es da nicht was Leichteres? Ja, und tatsächlich gibt es was Leichteres und das wird sogar in so einer lustigen Hülle hier geliefert. Made in China, geliefert wahrscheinlich auch aus China, ich bin mir nicht ganz sicher. Also es war jetzt zu schnell da, sie hatten wohl in Deutschland noch ein paar auf Vorrat. Aber ursprünglich kommen die sicherlich irgendwie mit China, aus China mit dem Schiffchen angefahren. Da ist dann sogar noch so ein Festhaltebändchen da dabei. Also an sich kann man da nichts aussetzen. Was hat denn gekostet? Ich glaube 15 Euro, irgendwie sowas. Ne, 13, 12, irgendwie so. 16, 16 könnte auch sein. Und das ist jetzt, sieht aus wie Alufolie, ist aber Titanfolie. Was es nicht alles gibt auf der Welt, ne? Und die kann man jetzt ebenfalls um den Kocher drumherum stellen. Und ein bisschen nervig ist erstens, es macht Lärm, wie wir gerade hören, ne? Und zweitens, die ist natürlich aufgrund ihrer Dünnheit nicht so richtig verwindungssteif. Und wenn jetzt der Wind kommt, man sollte das Ganze also noch in irgendeiner Form fixieren, weil mit Wind ist ja zu rechnen. Ich meine, immerhin ist das ein Windschutz. So, hier ist noch so eine Öffnung, die ist dafür da, dass man den Griff vom Topf, sofern er dann einen Griff hat, eben entsprechend da rausstrecken kann. Und ja, ne, also funktioniert auch. Ein schönes, cleveres Detail ist hier dieser Verschluss, da könnt ihr ihn sehen. Der hat einen Magnet, hält wirklich ausgezeichnet, muss ich sagen. Hier eine Seite, da die andere Seite. Und wenn wir uns die Rückseite nochmal angucken von diesen Magnetdingern, die haben da so Flügelchen, die kann man dann also auch eben entsprechend aufmachen. Und ja, den Magnet in ein anderes Loch versetzen, wenn man mit kleinerem Geschirr oder einem kleineren Kocher arbeiten möchte. Irgendwer hatte reviewed beim Reviewen, dass man das vielleicht nicht allzu oft machen sollte, weil sonst ist die Folie irgendwann hin und man da ständig dieses Ding da durchsteckt.
da hat er wahrscheinlich recht. Für mich sowieso Wurst, weil mein Kocher ist so groß, dass ich das Ding eh nur in der größten Einstellung benutzen kann. Sieht sehr filigran aus, aber das ist Titanfolie und ich habe jetzt ein paar, naja, sagen wir mal, halbwegs mutige Versuche unternommen, um sie kaputt zu reißen. Und das geht wirklich nicht so einfach. Also man müsste schon wirklich massive Gewalt anwenden, wenn man die wirklich kaputt reißen wollen würde. Ich weiß nicht, ob es überhaupt geht. Ich traue mich dann doch nicht so ganz zu machen. Und irgendwer hatte auch reviewt, angeblich sind die Enden nicht umgelegt. Doch sind sie. Wenn man mal ganz genau hinguckt. Hier oben kann man es, glaube ich, erkennen. Ja, da. Also der ist schon an den Enden einmal doppelt, genau, einmal umgelegt. Zur Verstärkung. Und ja, das ist filigran. Aber so filigran nun auch wieder nicht. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Öffnung nach unten, weil ich brauche ja relativ viel Öffnung nach unten, weil ich ja da ein Kabel und eine Stellschraube habe, die da rausragen sollen. Das ist ein bisschen umständlich. Ich baue das mal schön auf. Moment. Jo, so geht es eigentlich ganz gut. Moment, da könnt ihr mal gucken von oben. Ta-ta-ta-ta. Ignoriert einfach das Band, was da hängt. Sieht eigentlich ganz gut aus. Stellen wir spaßeshalber mal noch irgendeinen Topf drauf. Moment, ich hole einen Topf. Oh, ja, sehr realistisch. Der Kessel ist sowieso der, den wir nehmen wollen. Und ja, so. Und wenn da jetzt noch der Kessel nämlich drin steht, und nehmen wir an, das würde jetzt alles köcheln etc. pp., dann ist es auch Wurst. Also gut, es macht natürlich wieder Lärm. Der Kocher ist eh so laut. Ja, wird sich zeigen, wie sehr uns das nervt. Ne? Wird sich zeigen, aber jedenfalls die Tatsache, dass der Wind geht und das Ding bewegt, ist jetzt auch schon egal, weil jetzt ist er an und jetzt kocht es dann bald und da kann ja da nichts mehr umfliegen. Ne? Also, ich kann jetzt nur sagen, was ich bisher eben ausprobiert habe mit dem Teil. Das ist noch relativ neu. Ich bin aber so vom ersten Eindruck her recht zufrieden. Und das wiegt 15 Gramm. 15 Gramm. Also quasi nichts. Wahrscheinlich sind es wie Magneten, die da eben entsprechend irgendwas wiegen. Das ist wirklich ultra dünnes Titanblech. Und 15 Gramm zu 90 Gramm oder von mir aus 85, was der da hat. Damit habe ich sogar Evelyn überzeugen können, ja, und die ist ja immer der Meinung, dass ich nichts Neues kaufen soll. So, übrigens zum Transport ist uns Folgendes eingefallen. Warum muss man sich da so eine Wurst drehen und die dann auch noch im Packbeutel mitnehmen, wenn man, na komm, ist ein bisschen schwierig, diesen Magnet dann wieder abzukriegen. So, wenn man doch eine Benzinflasche sowieso dabei hat, ne? Dann kann man das doch im Grunde einfach um die Benzinflasche wickeln. Ne? Und muss auch noch ein bisschen üben. Mit Übung wird das alles leichter, aber dann fliegt es auch nicht weg etc. pp. Und dann kann man es so eigentlich auch ganz gut lagern. Ja, schönes Gerät. Also schön, doch, das gefällt mir gut. So, und zum Schluss. Eine Sache haben wir noch, nämlich Sitzkissen. Ja? Wenn man sich mal in der Ultraleitszene umschaut, wie mal bei den Amis, da kann man ja schon viele interessante Inspirationen bekommen, wenn man das dann will. Jedenfalls, die haben alle ein Arspad, wie sie so schön sagen, das irgendwie, keine Ahnung, umgerechnet irgendwas 40 Gramm oder sowas wiegt. Relativ großes, voluminöses Ding, also kann man klein zusammenfalten und so weiter und sie finden das alles so toll, dass sie immer so schön bequem sitzen können und haben das so lieb, dieses Ding. Aber, muss man sagen, da sind sie noch nicht ultraleicht genug, weil diese, ja gefühlt aus so einer Folie, mit der man auch sein Auto im Winter einpackt, damit es nicht zu eist, bestehen diese Teile hier. Die gibt es bei verschiedenen Herstellern für wirklich, wirklich sehr wenig Geld. Die sind so groß, angeblich soll man sich auf die Alu-Seite hocken, weil die dann die Körperwärme nach oben reflektiert. Man kann damit auch super irgendwelche lustigen Lichtstimmungen zu
zusammenfächern. Ich setze mich trotzdem lieber auf die Schaumstoffseite. Das mag vielleicht nicht ganz so warm sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, als wasserdichte Unterlage ist die Alu-Seite auch irgendwie nochmal besser geeignet als die Schaumstoff-Variante. Wasserdicht ist es. Ich habe da schon davon schon ein paar verschlissen. Die halten natürlich nicht ewig, die kosten aber auch nichts. Sie sind aber auch nicht sofort kaputt. Also ein paar Touren überlegen die schon und ein paar Waldbesuche. Und auch da habe ich mir wieder die interessanten Kundenrezensionen durchgelesen. Und da fand ich es doch recht interessant, dass sich da jemand beschwert hat und auch nur 4 Sterne deswegen gegeben hat, dass man dieses Ding, wenn es in der Mitte noch faltbar wäre, wäre es besser. Ja, dann falt's doch in der Mitte. Wo ist das Problem? Aber da hat sich tatsächlich jemand eben deswegen 1 Stern zurückgegeben, weil es in der Mitte nicht faltbar ist, ja. Manchmal, die Menschheit und Intelligenz und so. Dann kann man übrigens, wenn man es in der Mitte noch faltet, könnte man sogar diese zweite Schlaufe hier noch abschneiden, um nochmal 0,5 Gramm zu sparen. Ne? Ich glaube, das wiegt 24 Gramm oder 23 Gramm oder irgendwie sowas. Übrigens, da ist standardmäßig ist da auch noch voll das lange Etikett dran, was du alles nicht mit dem Ding machen sollst. Du sollst es nicht anzünden etc. pp. Und besagtes Etikett habe ich auch abgeschnitten, um nochmal 0,5, wahrscheinlich sogar 1,5 Gramm zu sparen. Sobald ich eine genaue Waage habe, wiege ich das nochmal genau nach, was das wiegt. Jemand hat übrigens auch gemeint, hier bei diesem Blech, bei diesem Windschutzblech, da sei ein bisschen Betrug im Spiel, weil es gar nicht 15 Gramm wiegt, sondern 21 Gramm. Und das wäre schon heftig, weil ich meine, das sind 6 Gramm nochmal drauf, das ist nochmal mehr als ein Drittel des Gewichtes, was es eigentlich haben soll obendrauf. Aber auch für 21 Gramm würde ich es noch mitnehmen. So, ja, gemütliches Kellerpalaver, ausrüstungstechnischer Art. Wenn ihr irgendwas lustig findet, müsst ihr wie immer selber googeln, in der Hoffnung, dass ihr es irgendwie findet. Vielleicht findet es auch irgendjemand und schreibt es in die Kommentare. Wenn er der Meinung ist, da den anderen einen Dienst erweisen zu wollen, ich verlinke nichts, weil sobald ich was verlinke, kann man mir ja unterstellen, dass ich in irgendeiner Form irgendeine Absicht hege, in irgendeiner Art und Weise eine Geschäftsbeziehung zum Hersteller irgendeines dieser Produkte aufbauen zu wollen, was ich nicht will. Ne? Und deswegen verlinke ich einfach gar nichts. Und dann bin ich auch sicher, und muss auch nicht bei meinen Videos Dauerwerbesendungen oder sonstigen Scheiß reinschreiben, weil dann kann mir keiner was, weil ohne Links ist mit Sicherheit kein Gedanke dahinter, irgendwie da irgendwo was verdienen zu wollen, etc. pp. Ja, das ist schon wichtig, dass man die dann einfach weglässt und dann kann einem auch nichts passieren. Ja, das war's. Macht's gut, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.